Für uns ist heute, beziehungsweise war vor 2 Tagen, ein historischer Tag in unserem 3-jährigen Tiny House Projekt, denn wir haben nach so langer Zeit endlich in unserem Tiny House geschlafen. Und wie die erste Nacht war und wie wir alles vorbereitet haben, das erzählen wir euch heute. Wir sind Anja und Ilan. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sitzen hier oben in unserem Loft, in unserem Tiny House Loft, mittlerweile auf unserer Matratze. Es ging darum, dass wir vor 2 Tagen entschieden haben, dass das die Deadline wird, dass wir einziehen möchten in unser Tiny House, erstmal provisorisch einziehen, um auch unser Tiny House quasi zu testen. Die Dichtigkeit nochmal zu prüfen, klar, im Alltag, wie ist die Küche von der Aufteilung, funktioniert das alles? Also ich habe gerade zu Anja gesagt, dass ich das wirklich nicht glauben kann. Nach 3 Jahren habe ich hier gerade den Schlauch in der Hand von unserem Wasseraufbereiter, habe die Dunstabzugshaube installiert, links von euch. Alles ist angeschlossen, der Strom läuft, Wasser läuft. Ja, und vor allen Dingen, es läuft nicht nur, sondern es ist alles dicht. Wir hatten wieder eine kleine Katastrophe im Haus heute. Da lief es wieder überall aus. Hier sind auch noch Kleinigkeiten, aber jetzt mal ganz ehrlich. Das ist wirklich unfassbar, wie das jetzt hier schon aussieht. Ne? Also es ist so ein... Ich freue mich so sehr gerade. Das ist unglaublich, wirklich. Wir wollten zunächst mit dem Verkleben unserer Leisten abschließen. Als wir dann plötzlich wieder merkten, dass wir alle Leisten schon verwendet hatten und wir wieder nachbestellen müssen. Und das war jetzt schon zum 2. Mal. Und dann haben wir irgendwann gesagt, oh Mann, das hört einfach nicht auf mit diesen Leisten und das wird wahrscheinlich auch noch weitergehen. Wir wollten ja auch langsam herausfinden, wie soll unsere Kommode gebaut werden, wo sollen welche Regale rein. Dazu müssen ja auch ein paar Utensilien von uns erstmal ins Haus kommen. Und dann haben wir gesagt, komm auf einen Rutsch, jetzt legen wir die Matratze aus und packen die Sachen hier rein und schlafen hier. Wir haben zur Unterlüftung unserer Matratze, weil unsere Matratze keinen Lattenrost hat, eine Unterlüftungsmatte von 1 Zentimeter bestellt. Mhm. Und die haben wir dann versucht auszulegen. Und dann kam die große Matratze, die ist 19 Zentimeter hoch. Ja. Wie waren die Maße? 1,60 mal? 1,60 mal 2,10 Meter. Wir haben es geschafft. Wir liegen in unserem Bettchen. Wir liegen hier oben. Im Loft, in unserem Tiny House Loft, um genauer zu sein. Und haben noch genug Platz, die Kamera zu halten und im Bild zu sein. Gott sei Dank, das war ja so die Befürchtung. Es ist geschafft, die erste Etappe. 2,10 Meter aus dem Grund, weil ich wollte einfach, egal wie wir uns hier drehen und wenden, nicht, dass meine Füße vorne rausgucken. Das ist nämlich das Problem, das ich bei 2 Meter Matratzen oft habe. Mhm. Wenn ich dann auch noch irgendwie ein Rückenkissen fest installiert haben möchte, so wie wir das jetzt gemacht haben, und man legt sich dann einfach nur hin, ohne die Kissen irgendwo hinzupacken, hat man immer noch genug Platz für die Beine. Und das sind wirklich nur 10 Zentimeter, die den Unterschied machen. Ja. War mein Gefühl. Und es funktioniert tatsächlich. Wir müssen die Kissen nicht wegräumen, sondern wir legen uns dann einfach hin und schlafen. Ja. Ohne Platzverlust. Also, wir haben dann auch gleich das Bettzeug geholt und vorher auch noch ein Spannbettlaken geholt, aber ohne Gummizug. Das war uns auch ganz wichtig, dass man hier oben jetzt nicht groß noch gucken muss, das Bettlaken um die Matratze rumzustülpen, sondern einfach das schön in die Seiten reinzustopfen. Mhm. Und dann war es eigentlich soweit. Wir waren auch so ein bisschen aufgeregt und wir haben auch die Nacht durchgeschlafen. Also es war richtig gut. Also beziehungsweise ich war ein paar Mal wach. Das muss ich echt sagen. Ja, also 1-2 Mal bin ich wach geworden, weil es ist doch schon heller, als wir es gewohnt sind. Mhm. Deshalb sage ich auch nochmal, also die Gardinen waren wirklich sehr, sehr wichtig. Die dunkeln zumindest etwas ab und erzeugen irgendwie eine gemütliche Schlafatmosphäre. Durch unsere Galerie auf der Treppenseite wirkt es auch nicht eingeengt, auch wenn beide Gardinen zugezogen sind. Also total spannend, was von dem Gefühl und der Räumlichkeit passiert. Ja, ja. Das stimmt. Und dann, ja, am Morgen musste ich natürlich auf Toilette und das ist ja so, dass wir eine Trockentrenntoilette haben. Da können wir euch gerne auch nochmal das Video verlinken. Und wir lieben unsere Toilette. Die wird fleißig eingeweiht jetzt. Also sie wird bereits eingeweiht. Also bis jetzt riecht auch nichts.
Wir sammeln also jetzt erstmal die Erfahrungswerte über ein paar Wochen und dann machen wir dazu nochmal gerne ein separaten Erfahrungsbericht. Ja, sowieso. Genauso mit der Dusche und dem Waschbecken. Also geduscht haben wir jetzt auch schon beide und wir haben auch schon fleißig abgespült. Stimmt. Und auch schon angebraten. Also wir wollen jetzt alles mal auf Herz und Nieren prüfen. Heute machen wir was im Ofen, ne? Ja, heute machen wir ein Ofengericht. Also es wird langsam und wir haben eigentlich bis jetzt ein sehr, sehr gutes Gefühl. Wie gesagt, es geht nur um die Stauraummöglichkeiten, dass wir die auch so gut wie möglich nutzen, weil wir ja auch noch ein Sofa bauen werden. Wir haben uns dann dafür entschieden, es selbst zu bauen, haben jetzt eine Matratze auch bestellt für das Sofa, da kommt dann auch nochmal was. Ihr Lieben, das soll es für heute schon gewesen sein. Wir wollten einfach diese Emotion und das erste Gefühl und die erste Erfahrung mit euch teilen. Ja. Und ja, freuen uns natürlich, wenn euch auch das gefallen hat. Lasst uns gerne einen Daumen da und abonniert unseren Kanal und schaltet unbedingt nächste Woche wieder ein. Und in den nächsten Wochen, es wird jetzt echt noch einiges passieren. Bis dahin. Tschüss.